Modelica zum Mitmachen. So lautet der Arbeitstitel zu einer Serie von Videos, die ich in den nächsten Wochen produzieren werde. Wenn Sie also mitmachen wollen, sollten Sie als erstes Open Modelica runterladen. Das passiert, indem Sie hier auf Downloads gehen und dann entsprechend Ihrem Betriebssystem eine Version runterladen. Also ich habe jetzt hier Windows. Ich habe das heute Morgen gemacht, die neueste offizielle Release runtergeladen und damit werde ich jetzt auch arbeiten. Das sind 1,3 Giga und dann muss man es auch installieren, das dauert ein paar Minuten. Sie sehen hier diese Oberfläche von Open Modelica. Als erstes sollten Sie sehen, dass es hier Willkommen gibt. Dann gibt es eine Modellierungsebene. Dann gibt es eine Darstellung der Simulationsergebnisse und dann gibt es noch eine Debugging-Oberfläche. Gehen wir jetzt mal auf die Modellierungsoberfläche und dann sehen Sie hier verschiedene Ordner. Nehmen Sie jetzt also die offizielle Modelica-Bibliothek, die besteht aus sehr vielen Unterbibliotheken. Zum Beispiel elektrisch, magnetisch, mechanisch. Wir gehen jetzt in die Mechanik rein. Da gibt es auch Multibody, Rotationsmechanik und Translationsmechanik. Jetzt nehmen wir Translationsmechanik und dann, das ist ein Vorteil, hat es immer sehr schöne Beispiele. Ich gehe jetzt hier zu den Beispielen und dann steht hier zum Beispiel Dämpfer und da hat sogar drei einzelne Teilmodelle. Man sieht hier sehr schön diese Icons. Ich glaube, das ist selbsterklärend und jetzt gehe ich davon aus, dass dieses Beispiel simulierbar ist. Also gehe ich da zu Simulieren. Drücke auf Simulieren, dann muss es zuerst übersetzt und sortiert werden, das dauert ein bisschen. Und danach kommt schon die nächste Ebene, eben Plotten. Und ich kann jetzt hier von allen Variablen die auswählen, die ich sehen will. Man hat ja drei Masse. Gehen wir Masse 1 und schauen mal die Geschwindigkeit an. Das ist hier Ableitung des Ortes. Und dann gehen wir zu Masse 2. Machen wir dasselbe. Und dann gehen wir zu Masse 3. Und machen noch einmal die gleiche Darstellung, also die analoge Darstellung. Jetzt sieht man keinen Unterschied von den drei Modellen. Jetzt mache ich schnell die Linien ein bisschen breiter, damit man es besser sieht. Und jetzt kommt diese Übereinstimmung daher, dass eben die Federn viel zu weich gewählt sind. Ich gehe deshalb zu der Feder vom Modell 2. Da ist ein Newton pro Meter defaultmäßig eingesetzt, also natürlich nicht. Also die Feder ist in dem Sinn unwirksam. Geben wir hier 500 und bei Dämpferfeder, da sollte ja auch eine Federkonstante angegeben sein, da geben wir sogar 5000. Jetzt simuliere ich noch einmal. Aha, da ist es irgendwie, hat es nicht funktioniert. 5000. Was simulieren? So, jetzt sieht man doch den Unterschied durch die verschiedenen Federn. Das wäre also die Simulation. Kann man das ein bisschen verkleinern? Das Autoscale scheint nicht zu funktionieren. In der alten Version habe ich das hingekriegt. Ja, damit muss man leben können. Jetzt gehen wir zurück auf die Modellierungsoberfläche und da zeige ich mal eine erste Eigenheit von Modelica. Ich gehe jetzt auf einen Dämpfer, zum Beispiel den hier, und sage
soll die Klasse öffnen, wo das herkommt. Dann hat man da oben eine Darstellung mit vier Ebenen. Also wenn ich da auf die erste gehe, dann ist die Darstellung, die dann auch erscheint, wenn man dieses Element dann vererbt und weiter benutzt. Das ist also die Zeichenoberfläche für das Icon. Da steht dann auch Prozentname, dann erscheint dann der Name dieses Elements oben. Wenn man auf die nächste Ebene geht, dann sieht man hier die Elemente. Da hat es also einen Port, einen zweiten Port und dann hier einen Wärmeanschluss. Das sind die Anschlüsse, die man dann später verbinden kann. Dann kommt die Beschreibung und die wollen wir jetzt kurz anschauen. Da steht also Modell Dämpfer, das ist also quasi der Name dieses Elements. Und dann steht hier Extens, das heißt, da wird ein Teilmodell hineingezogen. Partial Compliant, das ist also ein Modell, das schon vordefiniert ist und da muss man sich darum nicht mehr kümmern. Dann wird hier ein Parameter definiert und da kann man dann noch Grenzen angeben. Und dann wird hier noch der thermische Port auch noch hineingezogen. Und dann kommt die Gleichungsebene, also da ist die Kraft, ist einfach Dämpferkonstante mal Relativgeschwindigkeit. Und da wird dann noch die Verlustleistung gerechnet und die hängt man dann, wenn man will, an den Wärmeausgang. Dann kann man die Abwärme auch noch mit simulieren. Jetzt, wenn man hier auf das Plus drückt, dann erscheint da zuerst einmal ein HTML-Code, das ist eine Beschreibung. Und unten kommt dann eine Beschreibung der grafischen Darstellung, also des Icons. Aber das machen die Tools eigentlich automatisch, da muss man sich nicht darum kümmern. Deshalb ist es ausgegrenzt. Jetzt, wenn man auf Information geht, dann kommt hier eben dieser HTML-Text, der wird dann noch ein bisschen formatiert. Soweit zum Dämpferelement, gehen wir wieder zurück zum Beispiel. Jetzt nehme ich noch das Federelement, dann Open Class, dann kommt die Darstellung. Also hier sieht man wieder, da ist jetzt einfach ein Extens gemacht auf ein Partial Compliant, also so ein Partialmodell für verformbare Elemente. Dann wird der Parameter definiert, den man hier braucht, nämlich die Federkonstante. Und noch die Länge der Feder, wenn sie nicht verformt ist. Und dann kommt hier das Federgesetz, also aktuelle Länge minus Null Länge. Hier wieder die Annotations und so weiter. Also diese Sprache, die ist sehr hierarchisch aufgebaut, auch mit Vererbung und so weiter. Also wirklich objektorientiert und ich zeige dann im nächsten Video ein paar andere Eigenheiten.